Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Mario 3D World mit mir. Und wir haben im letzten Part die Sternen-Star-World abgeschlossen. Jetzt geht's weiter mit der Pilz-Sternen-Welt und Nacht über den Kulohügeln. Und da bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Mal ein bisschen bequem hinsetzen hier. 1, 2, 3 und dann geht's los. Was zum... Ja, okay. Wir haben exakt 30 Sekunden für das Level. Das finde ich ja... Finde ich ja mal extremst scharf. So, wieder 40. Na, komm schon. 43. Na komm, voll eingerostet. So, okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's extremst knapp. Zeit. Ist auch noch Zeit. Okay. Moment mal, das Level kenne ich doch. Moment mal, das Level kenne ich doch. So. Das Level kommt mir doch bekannt vor. So, komm schon. Aber das werde ich nicht mehr schaffen in der Zeit. Das ist echt... Bin! So, ich glaube, da muss ich einen schnelleren Charakter nehmen. Zementerbar hier. So. Toad, du bist dran. 30 Sekunden, das ist echt shit. So, zack. 50. Ach, mehr als 50 geht nicht. Oh, das ist ja auch. Ist ohne Ende. So. Wupp. Okay. Mit Tod sieht es ein bisschen besser aus. 43 Sekunden. Okay. So, guck mal doch mal, ob wir es mit Toad hinkriegen. Sieht zumindest zeittechnisch ein bisschen besser aus. Zweiter Stern. Okay. So, ganz schnell. Okay. Und Nummer 3. So, komm ganz schnell raus. Ah, verdammt, nein, da komme ich doch nicht ran. Oh, okay. Zeit. Okidoki. Ja, 27 Sekunden. Wird eng, aber ich glaube, ich schaff's.
Na, das, den Endsprung muss ich nochmal üben. Ja, das war knifflig, aber wir haben 3 Sterne. Den Stempel habe ich natürlich nicht gefunden. Müssen wir mal gucken, wo der ist. So, 270. Die Musik fetzt extrem irgendwie. Okidoki, so, Welt Nummer 2, Kletterei am Stachelhang. Hoffentlich sind das jetzt nicht alles solche 30 bis 100 Sekunden Level. Oh, jetzt habe ich noch tot. Naja. Ah ja, okay. So, gucken wir hier hoch noch. Das ist auch nur eine Zielfee, okay. Gut. Wir sind ja dann eh wieder runter. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Erstmal mache ich die 2 Stachis hier weg. Oh. Was war das denn für eine... Das war noch eine andere Katzenglocke, als wir die kennen. Die plump unterm Baum. Oder da vielleicht, völlig andere Katzenglocke, als wir die kennen. Was ist das denn für eine Katzenglocke? Hm. Da müsste ich dann mal nachlesen, was es mit der Katzenglocke Okay, Stern Nummer 2. Das passt. Katzenglocke irritiert mich jetzt. Das ist richtig dolle. Warte mal, ich test mal was. Nö. Keine andere Funktion soweit. Okay, na gut, vielleicht ist es doch einfach eine andere Art im Sinne von ich sehe einfach anders aus. Ach, aha, ah, doch ein bisschen anders. Gucke an. Na, gucke an. So, jetzt müssen wir mal ganz nach unten. Fast. Obwohl doch eigentlich schon. Ne? Und dann nochmal gucken, wo wir da hin müssen. Nein! Wo? Oh, das war knapp. Ach, gucke, hier hinten noch eins. So. Hier sind noch eins. Ist es denn? Ist es denn? Schwer zu sagen. Ich probier's mal da links bei den Wölkchen. Guck mal. Oh, und ich glaube, ich habe sogar ein Bändchen um. Ja! Das rasselt so. Oh, das ist gut. So, okay. Stempel habe ich leider immer noch nicht gefunden. Aber das kriegt man auch. Also ich tippe mal drauf irgendwo hier. Huch. Das müssen wir gleich nochmal probieren. Aha, na gut. Nicht so wirklich viel.
könnte denn der letzte... könnte denn der letzte... das letzte Schlüsselsymbol sein? Ein Baum? Nee. Knifflig. Knifflig, knifflig. Ah! Da ist es! Okay. Gut, auf den Stempel kann ich jetzt mal getrost verzichten. So viel Zeit habe ich auch gar nicht mehr. Das passt schon. Den suchen wir dann irgendwann später mal. Schade, keine goldene Flagge. Bin ich ein bisschen zu weit unten abgesprungen. Aber da, das passt schon. So, okay. Gerade gelesen, es soll keine Stempel geben. Wirklich nicht? Na gut, ja, ich glaube, so viele fehlen uns, glaube ich, auch gar nicht mehr, wenn wir jetzt mal gucken. Ja, so viele fehlen. Es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es fehlen 14 Stempel. Und es werden garantiert nur mehr als 14 Welten sein, weil ich hier hat man ja auch noch nicht alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wären schon mal die Hälfte. Ja, in der Tat, es gibt keine Stempel. Ja, hier sind ja die letzten. Hier sind schon 1, 2, 3, 4, 5 versteckt. Ja, wer weiß. Okay. Gut. Dann machen wir weiter. Floßfahrt zur Geisterstunde. So. Und... Rosalina darf wieder dran, nachdem Toad seinen Auftritt hatte. Oh, und hier sehen wir mal Katzen, Rosalina. Ja, das konnte ich mir schon denken. Aber was mich jetzt mal ein bisschen irritiert, die Level kommen mir echt bekannt vor, teilweise schon. Das fände ich ein bisschen blöd, wenn die einfach nur neu aufgelegt wären. Das würde mir nicht so gut gefallen. Jetzt habe ich natürlich meine Dingsbox verloren. Das ist ganz, ganz tolle Kiste. Das ist eine neue. Das ist gut. So. Das würde mir nicht so gefallen, wenn es die Level einfach neu aufgelegt wurden. Das fände ich ganz blöd. Aber na gut. So, abwärts. Okay, alle drei Sterne gefangen. Ah, hier geht's hoch. Da geht's hoch. Okay, da, okay. Zack, zack. Und da war noch Captain Toad mit einer Menge Münzen, aber da können wir drauf verzichten. So, das ist immer so mal in voller Pracht. Katzen Rosalina. Ist auch sehr nice gemacht. So. Okay. 276. Ja, in der Tatsache, das ist doch das Samurai-Gumba-Schloss. Zurück im Haus der 1000 Touchscreen-Türen. Da muss ich mal ganz kurz mein Tablet ein bisschen weiter zu mir ran. Ach, für diesen wird das... Ich kann bei Plus den Controller wechseln. Muss ich sogar... So... Dann los. Zurück im Haus der 1000 Touchscreen-Türen. Let's go. Hoja! Hoja! So, nur ein klitzekleines bisschen anders, aber... Schauen wir mal.
Wir sind ein feindlicher Spion der Koopa-Truppe. So, den Baseball nehme ich mal mit. Ja, genau aus dem Grund. Hallo! So, Moment. Hinten ist was. Dankeschön. Nicht auszudenken, wenn wir den jetzt nicht gesehen hätten. Oh, weia. Bleibt ihr da? So. Okay. Warum sind so viele Baseball-Bälle hier? Das ist merkwürdig. Okay. Na gut. Oh! Ihr Säcke. Das ist aber cool gemacht, muss man sagen. So. Ah! Wuhu! Ich drehe Achterbahn! Okay. So. Ja, gekonnt ist gekonnt. So. Okay. Ist hier noch was? Ich höre nix. Okay, schade. So, hier die Stelle kennen wir ja auch mittlerweile. Nein, nein! Falsche Taste gedrückt. Sehr gut. Sehr gut gemacht von mir. 1A. No! Ah, Stern lassen. Tschüss! Ich möchte den Stern bitte haben. Dankeschön. Ich möchte ihn bitte haben, aber wäre auch, glaube ich, besser, wenn ich die Kollegen hier erstmal platt mache. Oh. Na, 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 was? Was so, oh, was soll denn der Mist? Hallo? Ach nein, jetzt muss ich ja wieder alle machen. So. Warte mal. Okay. Bob! Na, das war nicht. Geht doch! Dankeschön. Ist ein bisschen irritierend, wenn die gute Dame so eine Drehattacke drauf hat. Na, komm schon. Danke. Bob. Und Bob. Aha. Na, guck mal einer an. Tch.
Teterete, würde ich sagen. Oh, schwebende Zielflagge. Das gefällt mir ja gar nicht. Aber ich hab's geschafft. Okay. Naja, ein klitzekleines bisschen anders war das Level ja dann doch. Das geht in Ordnung. Aber wenn die Level so vom Aufbau her gleich sind, das finde ich mal nicht so toll. So! Da hätten wir doch alles gut abgestaubt. Und Welt Nummer 5 ist das, glaube ich. Ich würde sagen, liebe Leute, das war's für mit Mario 3D World für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Falls euch das Let's Play gefällt, dann gebt doch einen Daumen hoch, teilt das Video und abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!